Er ist der Experte für Aktien und Co. Und das allein reicht nicht aus, weil er wirklich, und das habe ich so häufig erlebt, so häufig bestätigt hören dürfen, der Mann ist, wenn es darum geht, aus Kleinem etwas Großes zu machen. Und das tut er immer wieder mit Leidenschaft und mit Erfolg. Und darum ist er wieder hier und ich freue mich, von ihm zu lernen. Herzlich willkommen, Mario Lüdemann. Ja, vielen Dank, Herr Mann. Danke fürs Wiederkommen. Mario, du und ich fange gleich mal an. Du hast ein neues Buch mitgebracht. Ja, ich habe vor einigen Jahren das Buch Kleines Konto, Groß Traden geschrieben. Warum? Weil ich selber vor 25 Jahren mit einem ganz kleinen Konto angefangen habe, nämlich nur mit 5.000 Mark damals. Mhm. Und habe damals die Telekom-Aktie davon gekauft. Und dazu gekommen bin ich, habe die Werbung von Manfred Krug gesehen, von der Telekom, damals Tatortkommissar. Ja, und das hat mich so beeindruckt, da habe ich gedacht, das war meine erste Aktie, die ich gekauft habe. Mhm. Und habe damit sofort 20% Gewinn gemacht. Und das hat mich so angefixt, okay, dass ich gesagt habe, okay, da will ich doch mehr von wissen. Habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, habe 1,5 Jahre lang geübt, gemacht, getan und kaum Gewinne gemacht. Und plötzlich hat es Klick gemacht. Und 5 Jahre später hatte ich meine erste Million verdient, habe meinen Beruf aufgegeben als Vertriebsleiter und bin hauptberuflicher Händler geworden. Wow, also mit 5.000 Euro zur finanziellen Unabhängigkeit, 5 Jahre zur ersten Million. Mario, ich höre dir gespannt zu. Erzähl, wie, du wirst nicht alles verraten können, rein zeitlich nicht, aber wie macht man das? Also der Anfang war wirklich, dass ich mich darauf konzentriert habe, mit sehr viel Zeit im Prinzip mich auf Aktien einzuschießen. Das heißt, ich habe mir angeschaut, welche Unternehmen sehen gut aus, habe hier kurzfristige Trades gemacht. Mhm. Das ist für die meisten sehr kompliziert. Gerade Trading ist ja etwas, was jetzt in den letzten Jahren erst ganz groß geworden ist. Früher war es noch sehr schwierig, da war Daytrading noch so. Man hat bei seinem Banker angerufen. Mhm. Dann wurde die Order am nächsten Tag ausgeführt und man hat darauf den Tag erst Bescheid bekommen, ob man die Aktien bekommen hat oder nicht. Das heißt, das war der Faktor 2 bis 3 Tage. Das war der kürzeste Handel, der möglich war. Heute drückst du nur noch auf den Knopf, 1 Sekunde später sind deine Aktien da. Also es geht heute deutlich schneller. So, und Trading heißt eben, dass wir alle abholen, dann wirklich Aktien kaufen und dann wohl auch zeitnah, wenn es dann sein soll, zu verkaufen. Ja, genau. Ja. Also das ist der Hintergrund von Eigenhandel oder vom Berufshandel, dass man einfach Situationen nutzt. Es gibt Nachrichten im Markt, beispielsweise im letzten Jahr Tesla. Wenn es eine gute Nachricht gibt, dann kauft man die Aktie und je nachdem, ob man glaubt, dass das sehr lange anhält oder nicht, macht man entweder einen sehr kurzen Trade, der vielleicht nur wenige Minuten dauert oder eben viele Tage, Wochen, manchmal auch Monate. Okay, und also in wenige Minuten klingt ja schon sehr spannend. Das ist sehr spannend und das ist dann auch wirklich ein richtiger Beruf. Also man fängt dann wirklich morgens früh an, meistens um 7:30, liest die Nachrichten. Die Börse beginnt um 9, bereitet sich also wirklich gut vor und dann geht das wirklich bis abends 22 Uhr, bis der Börsenhandel in den USA schließt. Das ist heute zum Glück nicht mehr so bei mir, aber früher, die ersten 10 Jahre, war es wirklich noch so, dass ich jeden Tag 14 Stunden gearbeitet habe. Ja, und du sitzt dann praktisch 14 Stunden vor der Kiste und guckst, wie die Welt aussieht. Genau. So, kann ich mir ja unheimlich spannend vorstellen, wenn die Kurse nach oben gehen. Fängt man auch mal zum Heulen an? Das war tatsächlich so, aber erst 4 Jahre später tatsächlich, da als der erste Crash kam, das Platzen der New Economy Ende 2000, Anfang 2001, weil ich bis dahin eigentlich nur gedacht habe, Börsen können nur steigen. So, dass es auch anders sein kann, habe ich dann in den darauffolgenden Jahren auch lernen dürfen, musste also sehen, okay, wie geht man denn damit um, wenn es fallende Märkte gibt? Und es geht tatsächlich heute sehr einfach, man kann sowohl auf steigende Märkte setzen, als entsprechend auch auf fallende Märkte und kann von beiden Seiten profitieren. Jetzt, manchmal gibt es ja auch so Aussagen, wo da manche sagen, ist ja alles ganz toll, aber da ist auch dennoch gar nicht so viel Berechenbarkeit drin, wie man denkt. Andere investieren einfach jeden Monat eine gewisse Zahl und fertig. Was ist der richtige Weg? Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es erstmal besser, mit Investieren anzufangen. Ja. Weil das Trading ist schon relativ schwierig. Wie gesagt, das ist ein Beruf wie jeder andere auch. Da braucht man wirklich viel Erfahrung, Zeit und man muss auch Schmerzen abkönnen wollen und müssen, weil das ist einfach nicht so einfach. Investieren ist dagegen super, super einfach. Man kann das monatlich machen mit Sparverträgen 10, 50, 100 Euro und macht dann vielleicht im Durchschnitt 6, 8, 10%, was in der heutigen Zeit sehr viel ist, wenn man sich das anschaut. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, sind aber auch 20% und mehr damit möglich. Was ja eine ganze Menge ist, wo du, glaube ich, auch einen ganz guten ganz gute Hinweise hast eben in diese Richtung. Genau. Ist ja wirklich wichtig zu schauen, okay, wie schafft man das denn überhaupt, wenn die Börsen im Durchschnitt eigentlich nur 6% steigen in einem Jahr? Und André Costolani hat damals schon vor gut 20 Jahren gesagt, Börse ist wie ein Hund.
der läuft mal vor und wieder zurück. Und das sehe ich jetzt seit ein paar Jahren, wo wir selber einen Hund haben, dass es fast immer so ist. Und genau das ist an der Börse eben auch. Es gibt Phasen, da läuft die Börse sehr, sehr gut und du kannst extrem viel Performance machen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch mal Phasen, so wie in der Corona-Krise, dann fallen die Märkte auch. Aber als Investor ist es eigentlich egal, weil langfristig kommt das Geld eigentlich immer zu dir zurück. Und ich glaube, es sind auch einige, sind auch ganz schön gestiegen in der Corona-Zeit. Ne? Ja, das hat sehr viele auch verwundert. Denn es ist ja nicht so, nur weil die Börsen fallen, dass jedes Unternehmen fällt. Denn gerade alle, die mit Biotechnologie zu tun haben, mit den Impfstoffen, alles, was da drin hing, ist ja extremst gestiegen. Hat 100-200% gemacht. Oder Unternehmen wie Zoom. Also wir profitieren ja alle oder viele von der Digitalisierung, die jetzt auch aufgekommen ist. Ja, auch im Seminarbereich. Na klar, die Live-Seminare gehen nicht mehr. Aber, oder gingen eine Zeit lang nicht. Aber die ganzen Online-Projekte funktionierten ja wirklich super und davon profitiert natürlich genau solche Unternehmen. Nun, wenn du aber sagst, Traden ist ein Beruf, dann meinst du, glaube ich, weniger eine Berufsausbildung, die ich erst lernen muss, sondern mehr die Tätigkeit des Ausführens. Also ich kann das ja auch mit deinem Buch lernen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau, also das ist der erste Schritt und damit würde ich auch immer starten, einfach zu sagen, man geht den ersten Schritt, beispielsweise mit dem Buch, wo ich verrate, mit welchen Techniken man das eigentlich machen kann, aber auch welche Grundvoraussetzungen du mitbringen solltest. Also zum Beispiel erstmal ein paar Euro, weil sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Aber dann eben auch, welche Software braucht man vielleicht oder dass man auch einen Online-Broker braucht. Das sind so die ersten Schritte. Und dann ist es wichtig, es einfach mal zu tun, anzufangen, weil ein guter Trader, ein guter Investor wird man eigentlich nur, wenn man anfängt zu handeln. Man darf nicht erwarten, dass man von heute auf morgen sofort 100% macht. Das wäre jetzt total verrückt, das zu glauben. Aber die Übung macht den Meister. Wie in jedem anderen Beruf auch. Also ich habe mal sowas gemacht, dass ich einmal so 10-mal eine Aktie gekauft habe. Das war nicht die Welt, aber dann konnte ich so sehen, was passiert da eigentlich und gehen die rauf, gehen die runter. Das war so ein Schnüffelprojekt für mich, finde ich. Das mache ich sehr häufig, wenn ich mal einen Vortrag an der Schule halte, dass ich sage, wenn ihr das erste Geld verdient, kauft euch einfach mal ein paar Aktien von den Unternehmen, die ihr sowieso habt. Also Apple zum Beispiel. Viele haben Apple-Handy. Also beteiligt euch doch mal an diesem Unternehmen, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie das ist, nicht nur die Aktie zu haben, sondern auch mal zu sehen, okay, da gibt es Dividenden, die regelmäßig gezahlt werden. Jedes Quartal zahlt Apple beispielsweise eine Dividende aus. So, das heißt, du bekommst Cashflow wie eine Mieteinnahme. Klar, wenn ich jung bin, 20 Jahre, werde ich wahrscheinlich noch keine Immobilie haben, zumindest die meisten nicht. Aber wenn man da schon regelmäßig Cashflow bekommt, ist das doch super. Du machst dann ja auch noch eine schöne Rechtfertigung, dass man sich ein neues iPhone kaufen muss, wenn man eh schon mit Aktionär ist an dieser Veranstaltung. Genau, also das ist ein guter Grund. Ich habe mal auf einem Seminar jemanden kennengelernt, der seinen ersten Tesla gekauft hat von dem Gewinn, den er mit Tesla-Aktien gemacht hat. Und das macht natürlich richtig Spaß. Wow, das ist schön. So. Also will heißen, klein einsteigen, einfach mal anfangen, einfach mal lernen. Ja, und dann... Genau, also ich finde auch, wichtig ist, den ersten Schritt zu machen. Denn wir haben ja ein Zinsumfeld, wo du ja für dein eigenes Geld eigentlich gar keine Renditen mehr bekommst. Schlimmer noch, du musst ja sogar Verwahrgeld zwischenzeitlich bezahlen. Ich muss mittlerweile zahlen. Ja, das hatten wir für unser Privatvermögen auch. Dann Anfang des Jahres hieß es dann plötzlich, ja, auch für die Firmengelder wird ab einer bestimmten Summe, muss man Verwahrgeld bezahlen. Und die ersten Privatbanken nehmen sogar zwischenzeitlich schon 1%. Okay. Und das ist halt sehr viel, wenn man auf sein eigenes Geld schon Zinsen bezahlen muss. Und bevor ich das mache, würde ich doch das Geld lieber vernünftig anlegen und sehen, dass ich zweistellige Renditen bekomme. Klingt gut. Also mal, ich werde das Buch lesen. Das und ist sehr schön, das freut mich. Werde ich berichten. Deine Webadresse, Mario? MarioLüdemann.com. Wunderbar. Danke dir von Herzen. Ich sage immer, auch. Großartig, dass du da bist. Lass uns helfen, unser Vermögen anzuwachsen, wo auch immer es gerade steht. Vielen Dank, Hermann. Danke dir.